Heute bin ich mit einem Kollegen unterwegs, der mich sogar hören kann. Und er hat, wie ich sehe, die merkwürdigste Kombination von Waffen überhaupt dabei. Und zwar die Sparks zum Snipen. Und dann eine Machete. Das heißt, überhaupt nicht so für die mittlere Distanz. Das finde ich gewagt. Mal schauen, ob das was wird. Und damit ist auch gleich die Frage beantwortet, mit wem spielst du? Mit einem Randy. Was knallt da hinten? Das ist Port Rico, würde ich sagen. Und wäre der Kollege natürlich jetzt gut beraten, sich da möglichst schnell hinzuorientieren, solange er da noch wissen, was sehen kann. Oh. Aber das Ding ist... Das Ding ist, die Sicht ist so schlecht. Da wird er nicht viel ausrichten können. Flughund. Ja, da möchte ich aber schon gerne jetzt hin und mitmachen. Naja, ruhig dich mal. Oh, da ist der nächste Köter. Ja, der hat mich wohl auch gehört. Also weg da. Was ist denn mit dem Geschieß eigentlich da hinten? Geht da noch was? Ne, ist wohl vorbei. Ja, direkt durchs Wasser warten, wenn man es nicht muss. Sollte man nicht tun. Ja, ich glaube, ich habe diesen Satz nie zu Ende gebracht. Er hat natürlich ein... Ach, da wird immer noch geschossen. Dann ist er wahrscheinlich auch gleich... Ah, shit. Oh, das hat mich tatsächlich Gesundheit, ein komplettes Knutzchen gekostet. Dann ist da vielleicht sogar schon der Boss. Aber ich würde jetzt trotzdem da auch zuerst hinrennen wollen. Das muss alles er machen. Hier unterwegs noch irgendwie Gesundheit? Nee. Dann muss ich das eben hier auf mich nehmen. Ist aber auch was los. Ja, das ist hinter dem Gebäude. Das ist doch kein Bosskampf, sondern... Ja, eins ein bisschen links, eins ein bisschen rechts. Ich natürlich hier gerade nicht mitten im Wasser sein. Ja gut, ich könnte noch. Bosskampf könnte auch da hinten sein. Nee. Jägerkampf. Aber über riesige Distanzen. Offensichtlich. Shit, ich würde mich jetzt gerne beeilen, aber... Ja genau, mach die da mal weg. Können wir da nicht... Ja, ran, das kriegt ihr sowieso da nicht mit jetzt. Ah, shit, okay. Da hat zwei erschossen da. Den wahrscheinlich kommen lassen sollen. Oh.
Wenn da schon Munition liegt, nehme ich die auch mit. Ja, es hätte natürlich sein können, dass der eine Treffer reicht. Echt fein raus gewesen. Jetzt würde ich aber gerne da hinten die Leiche mir schnappen. Denn nachher lässt er ganz viel liegen. Wäre es schade, das zu verstehen. Da liegt er. Schade, das zu verschwenden. Hat da natürlich eine bessere Sicht als ich. Ja, mach du das. Das knallt schon ganz ordentlich. Jetzt müssen wir das schon zu zweit machen. Ah. Nein, nicht nachladen. Ja, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt müsste halt der Kollege mitkommen. Aber hat keinen Bock. Ja, plutsch ins Wasser rein. Mist, ich habe jetzt kein Gefühl mehr dafür, wo der ist. Wie viel hält denn der aus, bitte? $100, okay. Das war okay. I need ammo. Ich kann nämlich sprechen. Ist das nicht wunderbar? Oh, er wohl auch. Aber er hat es noch nicht getan. Er ist nach hinten. War auf jeden Fall Moon. Er muss mich jetzt aber auch noch verbinden. So, aber der andere Typ. Okay, ganz nach da unten. Lade ich mal lieber nach. Ich finde unterwegs bestimmt noch Munition. Das ist natürlich gerne, wo der andere Typ hin ist. Wobei, es waren ja jetzt auch irgendwie nur drei. Irgendwo muss da ja noch einer gewesen sein. Ja gut, hier hätte es jetzt natürlich Gesundheit gegeben. Ja, wir müssen uns jetzt aber beeilen, um da nach Süden zu kommen. Neue Flachkörper. Er ist genau im Süden. Ist ja noch eine Supply Post. Ja, ist mir jetzt relativ egal, die alle aufzuschrecken. Auf Höllenhunde habe ich natürlich keinen Bock. Schnell über den Zaun rüber. Ja, okay, die heben die
Belohnung noch nicht auf. Au! Das heißt, entweder kämpfen die noch, oder das sind so welche, die sagen, ja, erstmal die eine holen und dann die eine sichern und dann den anderen Boss legen. Und hier nochmal durchflitzen auf der Suche nach Munition. Aber kein Glück. Oh. Ja, das ist ja nett. Nein! Aber hier ist doch manchmal welche drin. Oh, Water Devil, das ist natürlich kacke. Oh, what? Kommt die denn her? Na? Oh, tut das weh. Ja, das war scheiße. Jetzt brauche ich wirklich den Stopp bei der Supply Station. Aber da bin ich ja auch genau auf Kurs. Immerhin. Jetzt bin ich natürlich mit einem Schuss weg vom Fenster. Okay, die können eh nicht so ohne weiteres extracten. Puh. Da sind die Supplies, die brauche ich echt dringend. Okay, die Typen sind immer irgendwo da drüben. Wir können hier noch einen Clou mitnehmen, das ist gut. Ja, jetzt geht's mir auch wieder höher. Sind die da jetzt weggeflogen? Die wollen... ja, wollen wir die jetzt fangen? Wir wollen die fangen, das ist gut. Catch the butcher guys. Okay. Okay, I thought maybe hunt the butcher carriers. They're going north. Ah, okay, dann halt die Spinne. Denn die sind schon relativ weit weg. Gut, es sind aber jetzt dann auch schon ein paar raus. Das ist natürlich gut für uns. Alles klar. Denn drei sind da gestorben. Zwei laufen gerade weg. Oh, der kriegt dich noch. Ja, gut. Das war zu spät. Macht aber nix. Kurz nochmal gucken. Wo treiben sich die anderen rum? Ja, die sind auf dem Weg raus. Aber die Spinnenkerle sind ja noch da. Ich hätte ehrlich gesagt lieber die Butcher Boys gejagt, aber... dann werden uns natürlich die Spinnenjungs entkommen. Aber vielleicht hätten wir die danach auch noch gekriegt, weil die ja hier hinrennen müssen. Aber man weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ach so, ich komme ja eher von hier so. So, jetzt muss ich aber langsam ein bisschen aufpassen. Wegen sowas. Ja, nimm dir. Das habe ich aber
Immerhin etabliert, dass hier aus der Richtung noch einer kommt. Kann ich ihn vielleicht aufstellen? Warum hat er denn nur noch... Warum hat er nur noch zwei Knützchen? Hat er den dabei auch gleich angezündet? Okay, da auf die muss ich aufpassen. Was mit den anderen? Sind die gerade rausgekommen? Ballern die noch zum Spaß rum auf den letzten Metern? Jetzt wird der eine hoffentlich losrennen, aufzuheben. Shit, das hat er mich natürlich gesehen. Ist der wohl down? Läuft doch einer rum. Was habe ich noch zu schmeißen? Was? Boah, war das knapp. Komm, stell dich. Du weißt ja, dass ich da bin? Sehen. Zwei Schuss. Alles klar. Huch. Huch. Ich glaube, der Kollege hat mich so hart angeschnitten eben. Habe ich jetzt hier noch was zum Spritzen? Ja, das geht ja ganz gut. Geht sich ganz gut aus. Okay. Haben wir hier noch wen? Let's get out of here. Oi, 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 oi. Ich bin ein bisschen zittrig. Ja, aber ihr hört es mir an. Das war spannend. Jetzt geht mir wieder ganz schön die Pumpe. Oh. Ich glaube fast, der hat mich eben so verletzt. Na gut, vielleicht war es auch der andere Kollege. Gut. Freie Bahn mit Marzipan. Können wir nochmal kurz einen Stopp machen. Beim Munitionsdepot. Ja, die
Spritze hätte ich mir jetzt sparen können. Das kam ein Schuss? Nee. Spritze hätte ich mir sparen können. Andererseits kostet die ja auch nur 15 Dollar. Das kann man zur Sicherheit schon mal investieren. Ja, dann knipst ein paar weg. Dicken am besten. Kleinen kann ja jeder. Ach, haben wir hier noch eine von denen. Ja, der letzte war es dann. So, wo müssen wir hin? Hier einmal um die Bucht rum. Dann kann er doch jetzt hier noch die Bienenfrau. Hat er den jetzt? Alles klar. Ich sag ja, Sparks Sniper überzeugt mich nicht so. Ist besser gefunden, wenn er da oben die weggeschossen hätte. So. Wieder gedacht, das wäre ein Schuss. Ja, ich bin jetzt schon aufgepumpt mit Adrenalin. Nice. Er ist da. Die hätten mir ja fast auch noch die Party verdorben hier. Ist das ein Versorgungsschiff oder was? Oh ja, durch den Baum durch. Ach ne, da oben. Ah, ist schon mächtig. Das ist noch voll. Einfach so, weil es da ist. Weil es da ist. Wer weiß, was wir hier unterwegs noch alles wegnatzen können. Nachher kommt hier, steht hier gleich so eine Höllenhunde. So ein Rudel. Die lasse ich dann natürlich auch nicht alleine nach Hause gehen. So, wo haben wir unser Boot? So langsam müssen wir uns doch sehen. Was war da hinten dann? Ah, Enten! Ach, man trifft die tatsächlich. Aber sterben nicht. Unsterbliche Enten. Die Hühner sind ja auch unsterblich. Habe ich auch mal festgestellt, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das jemals hochgeladen habe. Oh, ne, Water Devils. Euer Ernst. Oh, 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 oh. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Einen will ich noch. Ah, egal. Ja, das läuft ja auch solo ganz gut im Moment. Ja, am Ende einer Runde darf man loben. Während der Runde natürlich nicht, sonst ist es halt ne, das Guitar Hero Phänomen. Hey, du spielst richtig gut. Kling, klonk, klonk. Ja, dann ist es vorbei. Gut, wieder ein bisschen Geld gemacht. Vor allem auch frage ich mich, wie viele Kills habe ich wohl gemacht? Waren es 2 oder 3? Also wie viel ging auf meine Kosten? Werde es nicht rausfinden, aber eben, hatte ich den vorher schon mal? Achso, nee, gleich habe ich 2-mal revived. Alles gut, das heißt, das sind Erfahrungspunkte für meinen Level 1 Hunter, denn wenn ich alleine spiele, nehme ich jetzt immer Level 1 Hunter. Ich habe auch noch einen in der Hinterhand, der hat eine Armbrust und Bullet, Old Thrower, das heißt, den packe ich irgendwann auch noch aus. Aber dann glaube ich erst, wenn ich wieder mit einem Partner zusammenspiele. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, also nehmt euch ein Abo mit, dann verpasst ihr auch nichts. Ansonsten freue ich mich wie immer über Kommentare und Daumen nach oben, denn ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann, ciao.